Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir schauen uns heute Poly Bridge 3 an. Das ist ein Bridge Constructor, Bridge Builder Game. Wir spielen natürlich auf dem Steam Deck. Ich muss dazu sagen, das ist das einzige Bridge Builder Spiel, welches ich gespielt habe, das Original Bridge Builder, ich glaube, aus dem Jahr 2002 ist. Das heißt, all das, was dazwischen kam, die ganzen Bridge Constructors, auch die ganzen Spin-offs, Bridge Constructor Portal, alles nicht gespielt. Ne? Von daher schauen wir mal, ob meine Brücken standhalten oder nicht. Ich habe die Kampagne schon mal begonnen. Es gibt hier wohl irgendwie eine Kampagne mit über 100 Level. Ich habe die schon mal begonnen, damit die anfänglichen, langweiligen Tutorial-Level weg sind. Wir haben als Beschreibung: Baue eine Brücke, die nicht mit dem Flugzeug kollidiert. Nutze das Linienwerkzeug, um eine ebene Straße zu bauen. Okay, hätte ich mir vielleicht schon mal vorher anschauen sollen, was wir hier haben. Das Linienwerkzeug. Ganz wichtig übrigens, es gibt noch keine Controller-Unterstützung, die ist geplant. Die Devs arbeiten auch daran, ganz hart daran, dass das Spiel Steam Deck verifiziert wird. Aktuell spielen wir noch mit dem Trackpad als Mausersatz, also halt Keyboard-Maus, aber lässt sich sehr gut steuern. So, das Linienwerkzeug. Da weiß ich noch nicht, was ich mit dem Linienwerkzeug machen kann, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt einfach mal starten würde, okay, sehe ich natürlich nichts, passiert nichts, plapp, weg, okay. Bedeutet für mich, ach guck mal, das heißt, das ist natürlich cool, ne? Das heißt, ich kann die Linie so machen, dass die hier letztendlich, oder mir so ziehen, dass ich weiß, wie ich die Straße platzieren möchte. Ich habe hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Ich habe eine Straße, ich habe Holz für die Träger und Stahl. Dann gibt es später noch Hydraulik, Seil, Federn, ein Kabel, ein Fundament. Also ganz viele Sachen, was noch kommt. Aber schauen wir einfach mal. So, wir bauen jetzt eine Straße erstmal hier drumherum. Ups, der war nicht ganz sauber, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das Spiel hat übrigens sogar eine native Linux-Unterstützung. Das heißt, ihr müsst ihn nicht mit Proton rumwerkeln, was auch kein Problem wäre. Aber es gibt tatsächlich eine native Linux-Unterstützung. Ja, okay. Linux-Unterstützung. Was ich auf jeden Fall ganz cool finde. Hier oben sehen wir das Budget, was wir haben. Unter dem Budget Geld übrig. Okay, das heißt, und es gibt übrigens, das finde ich richtig gut, wie bei den typischen Zachtronic Games. Das seht ihr gleich, wenn wir das Level schaffen. Erstbruchstraße. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz schauen, wie wir hier die Pfeiler reinbauen. Genau, es gibt Leaderboards, wo wir dann sehen, wie viel Geld haben wir ausgegeben und ja, wie stehen wir im Vergleich mit anderen Menschen? Das ist schon mal ein Anfang. So, es ist schon mal ein Anfang. Wir gehen jetzt mal so. 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 Kann das passen? Nein, denn in der Mitte bricht das Ding immer noch zusammen. Das heißt, hier oben machen wir jetzt aus Holz, denn Holz wiegt nicht so viel. Gucken wir mal, ob das was bringt. Was ich übrigens richtig gut finde. Es gibt hier Auto-Triangulieren an. Das ist das, was ihr gerade gesehen habt. Normalerweise müsste ich diese Dreiecke alle selber bauen. Aber die werden jetzt gebaut. Eben da ich das Auto-Triangulieren anhabe. So, wir machen es einfach mal komplett drüber. Das müsste doch halten, oder? Das Spiel gibt es übrigens, glaube ich, erst seit einer Woche circa. Also wirklich noch nicht so lang. Kostet 20 Euro. Genau, und ist wie gesagt der dritte Teil der Serie. Ich habe weder Teil 1 noch Teil 2 gespielt, von daher kann ich jetzt keinen Vergleich ziehen zwischen den einzelnen Teilen. Jetzt kommt das Auto da nicht hoch, ernsthaft?
doch mal Gas. Okay, das heißt, wir haben die Straße ein wenig zu steil gebaut. So, wir nehmen die Verbindung. Können wir die einfach ziehen per Drag and Drop? Nein, okay. Das heißt, wir löschen sie. Aber wenn ich die Straße hier... Ich befürchte, dass wir da nochmal komplett neu beginnen müssen. Denn ansonsten sind wir ja hier so hoch. Da wird er genauso wenig hochkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das machen wir mal schnell so, um zu gucken, ob es hält und er hochkommt. Ja. Okay, wir haben auch die Möglichkeit, mit dem Rechtsklick alles zu markieren und alles zu löschen. Das geht auch. So. Schafft er es denn so? So sollte das noch so gerade eben möglich sein. Dass wir da rüberkommen. Probieren wir das mal. Denn es wäre cool, wenn ich euch mehr als nur ein Level zeigen kann. Na, ich bin mir nicht sicher. Das sieht für mich so aus, als ob der das Flugzeug minimal berühren wird. Oder als ob das Flugzeug minimal durch unsere Brücke rasen wird. Aber schauen wir mal. So. Die Stahlträger, haben wir gesagt, nehmen wir hier unten. Ah, da kann er dann ja auch nicht daher. Okay, dann machen wir noch hier ein. Und das gleiche machen wir auf der Seite. So. Ne, den kriege ich nicht hin, dass der beide macht, oder was? Dann müssen wir den noch einmal... Also ich muss dazu auch sagen, die vorherigen Level waren um einiges einfacher. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, das kannst du eigentlich schnell skippen und den Leuten mal wirklich zeigen, was so wirklich interessant ist. Ja, dass ich dadurch dann natürlich jetzt hier so ein bisschen selber am Kämpfen bin, es tut mir leid. Aber dann seht ihr mal, dass man bei dem Spiel halt auch mal ein bisschen nachdenken muss, ne? Und es nicht einfach nur so funktioniert. Aber das kann ja nicht sein, dass der da generell nicht hochkommt. Naja, das kann ja nicht sein. Moment. Das bedeutet jetzt für mich, dass wir das nochmal löschen. Ah, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir machen es so. Na, tricky, tricky, tricky. Okay. Macht natürlich Sinn, ne? Wobei, wir müssen tiefer gehen. Weil das Flugzeug soll ja nicht mit dem Auto kollidieren. Genau, das Flugzeug soll nicht mit dem Auto kollidieren. Das heißt... Aber so wird der wahrscheinlich auch wieder nicht hochkommen, oder? So? Der ist keine 2 hoch. Das könnte so gerade eben. Das. Ich meine, vielleicht gibt es dafür auch einen Trick, wenn es jetzt nicht genau passt. Würde es mich natürlich ärgern, wenn ich meine Brücke wieder komplett abreißen müsste und neu bauen müsste. Ne? Es wäre einfach gut, die so, wie ich es jetzt in dem Linienwerkzeug gemacht habe, ja, einfach einmal so ein bisschen minimal anzupassen. Oder beziehungsweise so ein bisschen zu ziehen. Super entspannte Musik auf jeden Fall bei dem Spiel. Sehr gut. Ah. Oh, da unten ist was abgerissen. Ist egal. Ist egal. Das hat gepasst. Und hier sehen wir, wir sind in den unteren 2%. In den unteren 2% vom Geld her. Das heißt, wir haben erstmal unfassbar viel Geld ausgegeben. Genau, und von der Belastung her, ja, ja, sagen wir mal so,
es gibt bessere Lösungen für dieses Level. Aber wir wollen euch ja noch ein bisschen, oder ich möchte euch gerne noch ein bisschen was zeigen. Level 8. Baue mit begrenzter Stahlmenge eine Brücke, die nicht mit dem Boot kollidiert. Okay, das heißt, ihr seht, wir haben 8 Stahl. Wir haben nicht viel Stahl. Jetzt ist meine Frage natürlich, das Boot fährt durch und ich würde jetzt sagen, oh nee, ich möchte ja das Linienwerkzeug nehmen. Ich würde jetzt sagen, dass wir das so machen können. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Genau, und ich muss ja sagen, seit ein paar Tagen suchte ich jetzt wirklich Diablo. Und da ist dieses Spiel einfach ja, ein total schönes einfach ein, na, es war schon zu viel. Einfach so ein schönes, ja, so ein schöner Gegenpol dazu, ne? Super entspannt und es macht Spaß, definitiv. Auch wenn ich gerade natürlich so ein bisschen auf dem Holzweg war und über das Flugzeug fahren wollte und eben nicht unterm Flugzeug her. Passt das vielleicht schon? Ja, guck mal, da brauchen wir doch gar keinen Stahl. Das geht doch auch so. Na, gibt. Na, seht ihr, schon sind wir in den oberen 37. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. So, Nummer 9. Fels in der Brandung. Die Autos müssen ihre Checkpoints einsammeln, bevor sie die Flagge einsammeln. Das heißt, der muss daherfahren. Okay. Ist ja erstmal grundlegend kein Problem, würde ich sagen. Denn wir sagen, du fährst so. Genau, wie gesagt, Controller-Unterstützung ist geplant. Letzte Update dazu, also das Spiel ist am 30. Mai rausgekommen. Letzte Update dazu habe ich am 29. gelesen, dass die Devs geschrieben haben. Die arbeiten, wie gesagt, ganz, ganz hart daran, eben genau die Unterstützung oder generell die Steam Deck-Verifizierung hinzubekommen, was dann natürlich auch die Controller-Unterstützung beinhaltet. Und von daher sollte es da nicht mehr lange dauern. Aber auch so, klar, hier und da kann es mal ein bisschen frickelig sein mit Trackpad. Ja, hat doch gut gepasst. Aber generell würde ich sagen, ist das definitiv in einem Zustand mit der Steuerung oder ist der Zustand so, dass ich sagen würde, ja, ich kann definitiv mir vorstellen, dieses Spiel auch einfach genauso, wie es ist, zu spielen. Selbst wenn keine Controller-Unterstützung dabei kommen würde, würde es mich nicht stören. Was ich mir jetzt wünschen würde, vielleicht gibt es das auch, ich weiß es nicht, ist einfach die Option, dass ich sage, so, hier wird jetzt automatisch die Straße anhand dieser Punkte gebaut, die ich habe. Würde mir wirklich ja, einiges an Arbeit abnehmen. Ne, dass ich einfach nur das Linienwerkzeug ziehe, er zieht mir die Straße und alles ist gut. Glaube ich nicht, dass es das gibt. Wenn es das geben würde, oh, die macht er nicht. Wenn es das geben würde, wäre es perfekt. Wir spielen übrigens in nativer Full-HD-Auflösung. Das gibt's doch nicht. Warum verbindet der den denn nicht? Machen wir einfach noch einen Punkt dazwischen. Weiß auch Mist. Ist egal. Einfach, um weiterzukommen. So. Genau, wir spielen nativ HD. Full-HD. Bedeutet, wir sind trotzdem bei 60 Frames. Ich fühle mal ganz kurz. Es ist ein bisschen warm, das Steam Deck, mehr aber auch nicht. Heißt, das wird in nativer Handheld-Auflösung gar kein Problem sein. Und so wie ich auch bereits gelesen habe, na, der war dann doch nicht, Moment. So wie ich bereits gelesen habe, sollte es auch kein Problem sein, den das Steam Deck
von der Leistung her zu limitieren, damit wir einfach hier schön Akku sparen. Das sollte kein Problem sein und meine Brücke sollte auch kein Problem sein. Ich weiß gar nicht, warum mir dieses Flugzeuglevel am Anfang so viele Probleme gemacht hat. Oh, wir haben die Felsenwelt abgeschlossen. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen. Oh, Seile und Kabel können beliebig lang sein, aber sie können keinen Druckkräften standhalten. Okay. Das ist jetzt auf einer Linie, glaube ich, mit der Straße, ne? Dann können wir nämlich den einen Punkt hier, den anderen hier und ziehen das einfach so durch. Zack. Ich denke mal, das Seil wird einfach... Also Unterschied zwischen Seil und Kabel wird, denke ich, sein, dass das Kabel ja einfach widerstandsfähiger ist. Wir machen es jetzt einfach mal so. Weiß ich nicht, ob das ausreicht. Nein. Okay, das reicht übrigens nicht aus. Hier sehen wir auch, das war der Erstbruch, alles klar. Das heißt, wenn wir jetzt... einfach unsere Dreiecke darunter packen sollte alles gut sein. Genau, ich muss sagen, ich bin ja ein großer Portal-Fan und ich wollte mir immer mal Bridge Constructor Portal runterladen, habe ich nie gemacht, ich weiß gar nicht warum, obwohl es im Sale war. Wir sind übers Budget gekommen. Ich weiß auch nicht, warum meine Wahl jetzt auf dieses Spiel gefallen ist. Aber ja, es ist so und ich meine, es macht mir einfach unfassbar viel Spaß, sodass ich mit Sicherheit auch Bridge Constructor Portal demnächst mal runterladen werde. Eine Schrägseilbrücke ist eine Brücke mit vertikalen Türmen und geradlinigen angewinkelten Kabeln, die die Brückenfahrbahn tragen. Wir haben auch die Möglichkeit, Sachen zu kopieren und einzufügen. Wobei jetzt sind die beiden Kabel genau... Ach komm, aber das können wir dann spiegeln. Und dann klatschen wir das einfach dahin. Und das heißt, wir machen dann hier noch eine Straße hin. Aber die wird nicht halten. Ich frage mich gerade, ob dieser Bereich, den wir hier haben, ob der hält oder nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich links und rechts auch noch was brauche bei den einzelnen Elementen. Ich möchte trotzdem, genau, ich wollte einfach mal sehen, was passiert, wenn ich das starte. Aber das war die Bestätigung, die mir da gefehlt hat. So. Und das Gleiche machen wir hier. Und dann bin ich mir recht sicher, dass die Brücke hält. Jawohl. Ja, wir sind auch relativ gut so im Mittel dabei. Na, das passt. Springe über das Flugzeug, um die Flagge einzusammeln. Autos springen weiter, wenn die Rampe nicht einbricht. Ich möchte einmal kurz starten und gucken, was... Okay, da passiert nichts. Das heißt... Das hält ja nicht, das wird ja trotzdem abbrechen, meine ich, oder? Genau, das heißt, der bricht. Wenn wir jetzt einfach noch hier einen Stahl... Nein, der hat ja nirgendwo Halt. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ne, der bricht trotzdem ab. Das heißt, den Punkt löschen wir. Und machen da Stahlträger dran. Und ich glaube, hier müsste auch noch was dran. Ich weiß nicht. Gucken wir mal.
klappt. Ah, ja, guck mal, hier ist links, das sehe ich jetzt erst, sehen wir hier auch Lösungen von anderen Spielern. Ah, das ist natürlich cool. Das heißt, wenn ich jetzt mal... Okay, da sehen wir... Das ist natürlich cool gemacht. Genau. Lesbarkeit auf dem Steam Deck, weil wie gesagt, ich habe die ersten paar Level auf dem Steam Deck selbst gespielt, im Handheld-Mode. Kein Problem. Lesbarkeit ein bisschen klein hier und da, aber wenn ihr euch die Brille aufsetzt oder einfach gute Augen habt, dann ist das kein Problem. So, deaktiviere die Rasterausrichtung. Jetzt ist sie an, jetzt ist sie aus. Okay. Wir haben nur 5 Straßenteile. Da müssen wir doch hier bestimmt wieder eine... Nee, Moment. Wir bauen uns jetzt einfach eine schöne Rampe. Bringt es was, wenn ich das mit einem Kabel verbinde? Und dann einfach... Es ist nicht lang genug. Das 2 Stahlträger ist schon zu wenig. Das wird nicht funktionieren. Die bricht zusammen. Ich müsste hier... gar nicht, ob das Kabel überhaupt notwendig ist. Ist der zu weit gesprungen? Krass, okay. Der ist zu weit gesprungen. Okay, das heißt, das ist dann auch ein Problem. Das heißt, den löschen wir. Reicht das vielleicht einfach mit 4 Straßenteilen? Reicht. Ach guck mal, der hat sogar eine ganz kurze Rampe nur gebaut. Ist ja so gerade rübergekommen. Okay. Okay. Das heißt, wir sind hier eigentlich relativ gut dabei von den Kosten. So, einen machen wir noch. In der Schwebe und dann hören wir auf. Also ihr seht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir gleich schon 25 Minuten rum haben. Das Spiel ist einfach so ein ganz, ganz, ganz fieser Süchtigmacher, was ich sehr gut finde. Keine Anker in der Mitte. Versuche, deine Brücke auf der Insel abzustützen. Okay, das macht er jetzt ja gerade. So. Und dann denke ich mal, brauchen wir einfach die, oder machen wir einfach genauso weiter, ne? So. So, das müsste eigentlich halten. Und es hält. Freunde, das ist Polybridge 3 für PC. Wie gesagt, auf dem Steam Deck. Läuft wirklich, wirklich gut. Läuft wirklich rund. Hat eine ganz tolle Performance. Ich bin gespannt, besonders hier, wenn wir noch auf die Federn, auf die Fundamente, auf Hydraulik kommen. Also uns erwartet hier noch einiges in dem Spiel. Das steht fest. Weil ich jetzt halt wirklich nur damals das allererste Bridge-Builder-Spiel gespielt habe. Ich glaube, das hieß noch Pontifex im Originalen. Fällt es mir natürlich recht schwierig zu sagen, wie hebt sich Polybridge 3 von den ganzen Bridge-Constructor-Spielen ab. Von Bridge-Constructor Portal,
okay, ja, ne, da haben wir ja die Portal-Thematik mit drin. Aber ansonsten, was macht dieses Spiel speziell anders, was andere Bridge-Constructor-Spiele vielleicht nicht so machen? Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Wenn ihr es wisst, lasst es mich gerne wissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es super motivierend ist, super spaßig ist. Gerade der Vergleich mit den Leaderboards nochmal so eine zusätzliche Motivation für mich mit reinbringt, dass ich auch im Nachgang noch meine Level anpassen würde und verbessern würde. Und es macht mir einfach Spaß. Wie gesagt, 20 Euro im Moment, Polybridge 3. Link packe ich euch wie immer einfach direkt unten rein in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt auf solche Spiele und jetzt nicht schon 10 Stück davon besitzt, probiert es auf jeden Fall mal aus. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.